Ich hatte Träume, einer der besten Posaunisten zu werden auf der Welt. Ich habe Musik studiert und habe alles gegeben. Aber als ich mit 25 mein Studium abgeschlossen habe, bin ich in der Realität aufgewacht und habe gemerkt, es gibt noch 100 andere um mich herum, wenn nicht Tausende, die genau das Gleiche wollen und genauso gut sind, wenn nicht noch besser. Ich war verlobt. Sie ist vor der Hochzeit noch für 2 Monate auf Kanada gegangen. Und eines Abends, als ich daheim bin, läutet das Telefon und ich habe nicht gewusst, was los ist. Und sie sagt mir unter Tränen, ich habe mich verliebt in einen anderen Mann. Es war ein Schock. Ich bin völlig unvorbereitet vor eine Tatsache gestellt worden und ich habe nicht mehr gewusst, was machen. Als sie eine Woche später heimkommt, gehe ich sie in Zürich abholen. Als sie auf mich zukommt und mir Hallo sagt, war nicht mehr da von Liebe, es war einfach tot. Es war eiskalt. Es hat nichts mehr gegeben, was mich zurückgehalten in der Schweiz. Ich habe gesagt, ihr könnt mir mal auch. Ich habe meine Jobs gekündigt, die ich hatte. Und bin so weit weg, wie ich nur konnte. Auf Hawaii. Ich aber nicht nur dort irgendwie wollte Ferien machen, sondern ich wollte auch wissen, was ist wirklich der Sinn von meinem Leben. Warum bin ich da? Warum gibt es mich? Und vor allem wollte ich auch wissen, gibt es wirklich einen Gott? Ich habe einen Christ getroffen und der sagt mir, schau, es gibt einen Gott und der lebt. Und der Gott will reden. Und er will auch in dein Leben hineinreden. Du musst dir einfach mal Zeit nehmen, um auf diesen Gott zu hören. Und die Person fragt mich, ja, wann willst du das machen? Und mir kommt in dem Moment nichts schlechter in Sinn, als zu sagen, ja, warum nicht morgen um 4 Uhr? Am nächsten Morgen erwache ich und muss auf das WC. Und bevor ich wieder zurück ins Bett bin, habe ich auf meine Uhr geschaut. Und das war genau 4 Uhr. Ich habe mich angelegt und bin raus, bin unter einer Palme gehockt. Und dort fange ich einfach mein Leben an. Gott herlegen. Wirklich alles, was ist kaputt gegangen, habe ich ihm gesagt. Meine Karriere als Musiker, meine Beziehung zu dieser Frau, die ist kaputt gegangen. Andere Sachen, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht in meinem Leben. Ich habe ihm alles hergelegt und gesagt, schau, das bin ich hier. Und ich habe ihn angefangen zu bitten und gesagt, schau, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, dass du einfach zu mir redest. Und dann passiert das, was mein Leben total auf den Kopf gestellt hat. Plötzlich kommt etwas über mich, eine Stimme, die in mich hineinredet, durch meinen ganzen Körper, durch in meine Gedanken, in mein Herz, in meine Gefühle. Rein. Und es geht wie durch meinen ganzen Körper durch und die Stimme sagt simpel und einfach, ich liebe dich. Ich konnte nicht mehr anders können, als einfach rennen. Ja, von schnell ist der Gott, der die Palme gemacht hat, den ich drunter hocke. Der Gott, der den Sternenhimmel erschaffen hat. Der Gott, der das Meer gemacht hat, der das ganze Universum erschaffen hat. Und ich wusste, dass er mich mit seiner ganzen Liebe liebt, mit seiner ganzen Grösse. Es ist so viel Frieden in mir hineingekommen. Es ist so viel von dieser Liebe einfach in mir hineingekommen. Und ich habe gemerkt, das ist das, nach dem, was ich gesucht habe. Von diesem Tag an war mein Leben wie auf den Kopf gestellt. Und Gott hat immer und immer und immer und immer wieder bis zum heutigen Tag mir x-mal wiederholt, dass er mich liebt. Und weisst du, ich habe begreifen, dass mir alles genommen werden kann, innerhalb von kürzester Zeit. Zum Beispiel meine Frau könnte mir genommen werden, mein Sohn, mein Job, den ich liebe. Und genau diese zwei Sachen habe ich schon mal verloren. Aber ich schnaue, dass nicht mehr wegnehmen die Liebe, die Gott für mein Leben hat. Und noch heute, 6 Jahre später, ist bei mir so, ich möchte den Gott einfach noch mehr lernen kennen. Ich möchte ihm noch näher kommen, ich möchte noch mehr wissen, wer er ist. Ich will noch mehr seine Stimme hören in meinem Leben. Ich will nicht aufhören, einfach in die Beziehung zu investieren. Und ich bin immer noch verliebt. Ich bin der Joel Kunkler und das ist meine Geschichte mit Gott.